Wenn ich jetzt nicht aufgehalten worden wäre, würdest du sehen, wie schnell ich fahre. Ja, das ist egal, ob gelbe du Flagge, überholst die. Hier ist absolute Vorsicht auf der gesamten Alter. Okay, ich find's aber gut eigentlich. Eigentlich finde ich's gut. Ist ja das echte Safety Car, ne? Ja. Eigentlich finde ich's gut. Platz 5. Ja, ja, ich bin auf Platz 15. Du hast alle überholt? Nein. Naja, doch. Jetzt gerade beim Safety Car haben die schon abgebremst und ich bin einfach weitergefahren. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Das waren aber nur 3 oder so. Ich hätte die sowieso über die gerade, wenn der Safety Car nicht rausgekommen wäre, auch überholt. Irgendwer ist raus, ja, ich glaube irgendein Red Bull, Gasly Nee, glaube ich nicht. Das, ich weiß es nicht, ich habe es nicht gesehen. Ach, das war ja irgendwie doch, ein dunkelblauer Punkt. Ist ein dunkelblauer, ja. Ich habe es aber nicht gesehen, wer es war. Ich hab also im Vorbeifahren dachte ich, das Auto wäre orange, aber es war ein Red Bull, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay, also so ist es wieder okay. Das macht das Rennen nochmal richtig spannend jetzt. Wetterbericht. 5 bis 10 Minuten hört der Regen auf. Also Boxenstopp macht keinen Sinn, definitiv nicht. Nee, das macht keinen Sinn. Definitiv nicht, nee. In der 9. Runde zum 3. Mal in die Box kommen, Alter, würde ich mich umbringen. Naja, wenn man danach durchfahren kann. Die Frage ist halt wirklich, okay, jetzt, das macht's richtig spannend, weil auf der Strecke bin ich nicht schlecht und du ja auch nicht. Wie viel Platz bist du? Hab ich ja gesagt, 15. Ah, ja, hätte ja sein können, dass du noch ein bisschen, in ein paar Sekunden noch ein paar Sekunden hast. Nee, er macht ja die ganze Zeit dieses Kack-Delta, ich kann gar nichts machen. Und ich sehe ja nicht, wie viele Sekunden das hat, deswegen stehe ich dann immer halb auf der Strecke. Jedenfalls könnten wir, wenn wir eben an den dran sind, schon ein paar überholen. Dafür muss das Safety Car jetzt halt lang genug draußen bleiben, um an die dran zu kommen. Ja, ich bin auf jeden Fall schneller als Raikön jetzt gerade auch wieder gewesen und alle anderen vor mir und weiß gar nicht, wer noch weiter vorne ist. Ah, irgendein komischer Typ, ich glaube irgendwie sowas wie Magnussen oder sowas. Stell auf jeden Fall auf dann, Lager. Hab ich gemacht. Dann ein Ferrari, dann ein Red Bull. Und dann ein Mercedes wird Hamilton sein und wahrscheinlich Leclerc. Ja, wahrscheinlich. Und irgendein Red Bull halt, keine Ahnung, Verstappen oder so. Ich glaube nicht, dass die Ideallinie trocken genug ist, um an Slicks zu denken. Lass uns noch eine Weile auf den Intermediates fahren. Also wir müssen das mit der Box gut hinkriegen. Er sagt nämlich auch gerade wieder, bald auf Slicks wechseln. Ja, hat er mir auch gerade gesagt. Aber... Also nicht nochmal Intermediates auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Irgendwie hinkriegen, das rauszuzögern. Ja, bei mir sieht das ziemlich gut aus. Die Frage ist halt nur, schaffen wir es, die zu überholen? Wir müssen erstens jetzt besser fahren nach dem Safety Car und die überholen ein paar schon. Unfallfrei vor allem. Ein paar schon überholen, besser unfallfrei. Gar nicht, ich fahre ja eigentlich gut. Ja, genau, halt unfallfrei und überholen. Und dann vielleicht beim Boxenstopp ein bisschen so den Undercut zu machen. Und wenn wir das dann schaffen, dann könnte das Rennen nochmal gut laufen. Okay, ich bin Platz 14, warum auch immer. Ich glaube, einer war in der Box oder so. Kann das sein? Könnte durchaus. In Kürze ist es wieder trocken. Mann, ich kann Kubica nicht überholen. Das nervt mich. Ich wäre schon längst an euch dran. Bin jetzt erst an der Safety Car Schlange dran. Ich wäre schon an euch dran jetzt. Offensichtlich so ein crazy Abstand. Aber Kubica fährt nicht schnell genug, um noch ranzukommen. Ja, Raikön ist auch gerade mega langsam nur gefahren. Ja, das okay, nervt mich also. Gasly ist offensichtlich raus. Leclerc, Verstappen, Hamilton, Raikön und dann komme ich. Okay. Oh, da fahren die langsam. Ja, Safety Car soll einfach noch ein bisschen draußen bleiben. Das kostet uns natürlich wieder Zeit. Aber das bringt mir Benzin. Ja, das auch. Ich habe plus 1 jetzt. Ja, plus 0,3 nur. Er hat gesagt, wir haben in Kürze eine trockene Strecke, hat er mir gesagt. Boah. Kubica nervt so hart, echt. Bisher lief das Rennen ja nicht so mega, aber das ist echt gutes Safety Car. Ja, sag ich dir zum ersten Mal ein gutes Safety Car, glaube ich. Weil du hast ja gerade gesagt, du hattest offensichtlich auch mega den Abstand. Ja, scheinbar. Ist ja auch logisch. Ich wusste es ja nicht, aber ja. Weil wir am Anfang hatten wir ja ultra die Probleme.
Okay, jetzt sind wir dran. Fast. Wenn Kubica nicht in der Kurve ungefähr 3 km/h fahren würde. Alter, der Typ, ne? Das ist so schlimm. Schlägt mir eine alternative Strategie vor. Mir auch. Beiß. Soll ich's machen? Beiß ist natürlich echt heselig. Und vor allem jetzt so ist es auch heselig. Ich will an die Box. Ja, gehst du an die Box? Ja. Bin ja gespannt, was sie vor mir machen. Aber ich gehe wahrscheinlich auch an die Box. Ja, dann stehen wir aber hintereinander, ne? Ja, aber ich bin ja vorne. Ja, danke. Ja. Was soll ich machen? Bin gerade schon einmal später reingegangen. Die werden safe alle gehen. Kann das Safety Car bitte noch eine Runde bleiben, mindestens? Ja, es bleibt auf jeden Fall noch über eine Runde. Also diese Runde fährt es noch nicht rein. Ja, diese nicht, aber nächste hoffentlich auch nicht. Dass wir das aber halt einholen. Was machen die anderen? Die fahren, alle fahren an die Box. Ja, sag ich ja. What the fuck. Ja, einer ist noch da. Ne, das ist das Safety Car. Ah, doch einer fährt. Nee, ich sag ja, einer fährt. Safety Car fährt die Runde rein, fuck. Ah, mach schneller. Ich darf nicht weiterfahren, ich muss alle vorbeilassen. Nice, und ich stehe hinter dir. Ich muss alle vorbeilassen. Alter, ich stehe hinter dir. Was machst du denn hier an? Ich darf nicht. Wegen dir. Ich musste alle vorbeilassen. Okay, Kamera nochmal. So, wie viel der Platz bist du? 12. Ich bin 17. Ja, das ist so heselig. Ja, aber wir kommen ja an die ran, wegen dem Safety Car. Oh, aber es haben die vor mir haben auf gelb gewechselt, Vettel, also der geht auf jeden Fall nochmal in die Box. Und hinter mir ist auch auf gelb, der geht auch nochmal ja, in die Box. Ich hab auch gelb. Ich hab weiß bekommen, mir hat er weiß vorgeschlagen. Ja, weil du so einen hohen Reifenverbrauch hast. War durch. Ja, ich auch. Ne, nie im Leben fährst du durch. Was? Das ist ja richtig dull. Wieso sollte ich nicht durchfahren? Hast du mit den Reifen nicht? Ja, wie lang fährt man denn auf gelb, hä? Es ist Runde 12. Wir fahren doch nur noch 15. 12 Runden fährt man höchstens auf gelb. Ja, wir fahren doch nur noch 15. Ja, 12 fährt man höchstens, du so, ja, fährt nur noch 15. Ja, du hast so einen Ultra-Reifenverbrauch. Wenn du höchstens 15, dann fahr ich halt, wenn du höchstens 12, nein, dann fahr ich nicht höchstens, 15. Sondern laut dem Spiel ist das so. Nee. Doch. Warum ist eigentlich der Typ so ultra langsam? Ja, es ist gerade, die letzte Runde ist immer total langsam. Weiß ich auch nicht warum. Ja. Das macht gar keinen Sinn. Schon. Das Safety Car ist einfach ultra weit weg. Und wir fahren trotzdem wie so Idioten hier über die Strecke. Alter, und dass ich alle so vorbeilassen muss, das war auch so unfair vor allem. Das war richtig dumm. Vor allem, ich stand auch noch hinten dran. Halt, die letzte Box eigentlich zu sein, ist halt einfach so viel besser. Ja. Also quasi die erste, wenn man reinfährt, weil dann muss man keinen vorbeilassen halt. Außer die, die halt reinfahren, aber das macht ja keinen großen Unterschied. Weil die kann man ja dann noch überholen. Macht einfach keinen Unterschied, ha? So, am besten hier also direkt beim grünen Flaggen schon mal direkt überholen. Ist natürlich in den Kurven ein bisschen scheiße. Aber wenn ich es schaffe, auf Zack zu sein, was natürlich echt schwierig ist, dann kann man bei den grünen Flaggen direkt. Ja, ich versuche auch gleich. Aber so nah ran darf ich halt nicht, weil die ja manchmal so ultra dumm bremsen. Jawohl, okay.
Oh. Den Spruch habe ich auch noch nie gehört. Er hat gesagt, du klebst ihm am Auspuff, sieh zu, dass du vorbeikommst. Echt? Das hast du noch nicht gehört? Nee, den habe ich noch Alter. Nie gehört, den Spruch. Scheiße. Oh Gott! Leute, dass mir da gerade nichts passiert ist, das war der Rennkommission. Rennkommissionsgott. Der Alter, das war der Shit. Ist der, ich bin auf Platz 5. Nee, ne? Nee, ist noch nicht. Ich bin auf Platz 5. Ich habe gerade 5 Leute in einer Kurve. Ich wollte es nicht. Ich habe mich so verbremst und bin gerutscht. Das ist ein richtiger Shit jetzt. Das war, und dass mein Auto nicht kaputt gegangen ist. Das ist noch größerer Shit. Das war so unfair eigentlich. Als ob du einfach unfair spielst. Wieso fährt Mercedes so schnell? Weiß ich nicht, ich muss zurückstecken. Hamilton. Das wollte ich jetzt nicht ganz so, aber ich musste auf jeden Fall zurückstecken. Ey, man kann, weil diese Kurve, man muss da wirklich den ganzen Platz ausnutzen. Du kannst da nicht überholen. Ich weiß, es geht so schlecht. Ich dachte, dass es geht, aber wenn wir auf Fremdtempo geht's nicht. Wenn man wirklich von ganz links nach ganz rechts fährt, man kann da nicht überholen. Ja. Außer du fährst einfach quer durch, ne? Ja, wie hat's eigentlich Grosjean und Kubica auf Platz 3 und 4 geschafft? Ey, ich krieg Hamilton nicht überholt, er fährt zu schnell. Ja, du Auto bist ja auch krass. Platz 5. Bleib einfach dran, das ist ja gut. Ich find's krass, wie die Bots sich immer fighten. Ja, machen sie hier auch krass. Das ist richtig krass, finde ich das. Hier ist Vettel. Findest du das krass? Weiß ich nicht. Ich sag, hier ist Vettel. Ach so, ich hab verstanden, wo ist Vettel. Hamilton teleportiert sich. Nice. Ey, ich komm nicht dran vorbei. Er teleportiert sich wieder. Ich hab so Angst. Einer ist in mir drin. Ein Auto. Nice. Ein Auto ist immer noch in mir drin. Ich hab so Angst. Ich werde gleich sterben, glaube ich. Ich weiß nicht warum, aber. Ich weiß nicht warum, ja. Autos sind in mir drin. Ich weiß aber nicht, warum ich sterbe. Alter, was passiert? Hier ist das eine Affenkacke. Ja. Hilfe! Wer kennt's nicht, die Affen? Polizei! Freundin, Helfer, komm! Alter! Ich hab so Angst. Rennkommission! Ich habe auch so Angst. Wenn ich mich einmal verbremse, habe ich halt so ein Man Problem. Kann auf dieser Strecke. Okay, ich habe einen Frontflügel Schaden. Was im Spiel? Ich hab mich verbremst. Und ich werd von beiden Seiten getreten gerade. Rechts Vettel, links, keine Ahnung. Ist egal, ich zieh durch. Du musst auf dieser Strecke so heselig. Ich zieh durch, Vettel kickt mich. Ja, ich hab ihn gedreht. Das ist ein Unfall. Ja. Dieses Safety Car. Nee, Vettel hab ich gedreht. Ja, der ist nicht so schlimm. Immer noch. Ja, ist nicht schlimm. Er ist nicht schlimm. Grosjean und Raikön sind vor mir. Und Frontflügel ist tatsächlich auch nicht so schlimm. Also es ist orange, aber er fühlt sich gar nicht so häsig an, weil er rechts ist. Links ist, glaube ich, viel schlimmer. Ja, rechts ist nicht so schlimm. Okay, come on. Wo bist du? Platz 4. Hast du ihn überholt? Ich habe Hamilton zum Glück überholt. Krass. Ich hab so häslich überholt die ganze Zeit gerade. Ja, ich auch. Also das war richtig kacke, was ich getan habe, aber egal. Dadurch habe ich natürlich auch den Schaden jetzt am Frontflügel. Aber ich hab's nur mal gerettet, ja. Ich hab den Schaden am Frontflügel. Ja. Du musst immer alles ganz deutlich sagen, sonst. Ich weiß, deswegen musste mich nochmal verbessern. So, ich bin auf Platz 3 gerade. Hier wird nichts ausgelassen, hier wird alles genutzt, wenn man sich nicht richtig ausdrückt.
So, das Überholmanöver war tatsächlich echt ein bisschen besser. Also Leclerc, der Ferrari, der auf Platz 1 ist, der hat richtig Abstand schon auch zu mir jetzt. Ich bin auf Platz 3, Grosjean jetzt noch vor mir, der ist direkt vor mir, den kann ich gleich irgendwann überholen, diese oder nächste Runde. Aber dann muss ich erstmal ein paar Runden hinter Leclerc hinterherfahren, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was der für Reifen hat und ob ich nochmal an die Box muss oder nicht. Das ist natürlich auch so. Du hast weiß. Ja, ich weiß. Ich fahre mit Gelb nicht mal an die Box. Und du fragst dich, ob du mit Weiß fährst. Nee, ich frage nicht, ob ich mit Weiß fährst, sondern ob ich noch mit Weiß an die Box fahre. Ja, meine ich ja. Was haben die eigentlich da so um dich rum? Da alle vorne, gelb. Wo ich nicht bin. Alle gelb. Alle gelb, ja, wenn die nicht gehen. Dann, ja, das weiß ich ja nicht, ob die nicht die gehen. Außerdem Leclerc hier, ne? Die geile Leclerc hat den Extra Point. Findest du den jetzt geil? Nee, finde ich nicht. Nee, den Extra Point. Ja, den Extra Point, den finde ich geil. Ja, den holst du dir. Nee, mit weißen Reifen tatsächlich gar nicht. Gar nicht? Nee, original nicht. Ich hol mir den dann, wenn du ihn dir nicht holst. Mit gelben Reifen ist das auch nicht so nice. Vor allem, wenn sie schon älter sind, nicht. Ich werde ja nicht jetzt den Ding holen. Ach nee, gar nicht, oder? Ja, einmal zwischendurch oder so. Aber das heißt ja nicht, dass das wird ja noch 100 Jahre mal unter, überboten. So. Überboten vor allem. Nicht unterboten, überboten. Überboten sowieso, aber auch unterboten. Ja, ich muss ja irgendwie an Leclerc rankommen, wenn ich nicht lila fahren würde. Achso, das ist ja schon geil. Junge, die Hamilton, Verstappen und Raikön liefern sich einen richtig fetten Fight gerade. Auf welchem Platz bist du? 7. Hoffentlich also gleich auf Platz 4. Fuchslord startet gerade FM. Ja doch. Nice. 10 Minuten vor, 9 Minuten vor. Wir fahren noch 10 Runden. Liegt nicht an mir, möchte ich einmal dazu nochmal sagen. Ja, an mir jetzt an die unbedingt. Also den Aufnahmetermin habe ich eingehalten, also bitte. Was für eingehalten? Ja, gut. Viertelstunde zu spät. Ein paar Minuten. Die entscheidende Viertelstunde. Und mal abgesehen davon, dass ich um 16 Uhr gesagt habe und du dann nochmal so sagst, ja, ich habe gesagt, nee, 16.30 Uhr. Und ja, dann bist du 16.45 gekommen. Ja, habe ich eingehalten, ja, oder? Ja, Zuschauer, das ist die Wahrheit. Ich weiß, ich verspiele mich immer. Das wissen sie aber selber, die Zuschauer. Leclerc geht an die Box. Lol. Nein, macht er natürlich nicht. Schade, ich habe mich schon innerlich gefreut. Energie ist zum Ausgeben da. Heißt ja auch. Ich habe 4 Sekunden Abstand zu Leclerc. Alles klar. Status Report. Halt die Fresse. Das ist Spaß. Vor allem auch immer so richtig motiviert, wie du fragst. Ja, ja, ich finde das aber geil. Status Report! Fahre hinter mir! Ich fahre immer so, fahre hinter immer mir. Ich bin total motiviert. Welcher Spaß ist hinter mir? Komm, komm, komm. Auch gleich an die Box. Ja. Ja, sagt er. Ja. Ja. Alle ziehen immer rechts vorbei. Ich ziehe jetzt links vorbei, du Arschloch. Hä? Was sagst Alter, du dazu? Alter, das ist so krass. Er überholt mich wieder zurück. Scheiße. Mann, was ist das denn? Ich habe bei Hamilton auch übertrieben lang gebraucht. Lol, nein, 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 nicht Hamilton, nicht Hamilton, nicht Hamilton. Nicht, hör auf. Nicht kicken. Rennkommission! Nein! Was ist das denn? Ich fange gefühlt einen halben Schritt parallel mit Hamilton. Ich habe da auch ein paar Runden gebraucht. Ja, vor allem, ich habe
ihn ja schon seit 2 Runden überholt gehabt, wollte gar 3 Köhn überholen und dann kam Hamilton und dann bin ich 2 Runden parallel mit ihm gefahren. Nice. So, und jetzt habe ich Raikön auch überholt. Geil. Jetzt kannst du dich erstmal mit Hamilton bekämpfen. Aber jetzt scheint die Sonne hier noch so richtig häselig, Alter. Da ist Sonne, ey. Was ist denn Sonne, ey? Wer braucht sowas? Fahrer vor mir! Halt die Fresse. Was für ein Spaß. Knack, knack, knack. Der Funkrausch. Ja, das bin ich, weil ich hier die Knöpfe drück. Hey, ich hole auf. Cool. Ich würde sagen, in 2 Runden oder so bin ich an Leclerc ran. Hoffentlich geht er dann an die Box. Dann kann ich ihn auch noch mitnehmen. Okay, diesmal überhole ich doch rechts, nicht links. Was sagst du dazu, hä? Nice, also wenn irgendwer noch an die Box geht, dann bis spätestens Runde 21. Ja, du. Nee, ich nicht. Nee. Klar nicht. Dass ich mit meinem Weiß durchfahren kann, das war mir klar. Dass ich mit meinem Gelb durchfahren kann, das war mir auch klar. Weil ich halt so gut bin, so unglaublich brachial gut. Ey, wenn ich jetzt noch ERS hätte, dann könnte ich Leclerc vielleicht in dieser Runde schon überholen. Lol, die hinter mir fahren an die Box. Sag ich ja. Sagt der, oder? Ja, ich bin der Taktik G of the MWE, Alter. Dann fährt aber auch Leclerc jetzt wahrscheinlich. Könnte sein, muss aber nicht. Aber ich sehe schon, meine Reifen sind, weil sie halt geiler sind, schon besser gerade. Ja, aber das ist gut, dann können wir wieder einen Doppelsieg fahren. Ja, da sind richtig viele an der Box. Ja. Ich habe mich verbremst. Macht nichts. Macht. Ja, macht schon was, aber zeitlich nur. Verbrauch gerade gar nicht mehr Benzin. Das liegt, war halt wirklich am Regen. Im Regen verbraucht man so viel Benzin. Im Regen verbraucht man tatsächlich ein bisschen mehr, aber auch nicht so krass wie du. Ey. Da muss man schon schlecht sein, um es so machen zu können wie du. Danke. Bin schneller, weiter vorne, hallo? Naja, schneller würde ich jetzt nicht sagen. So, ich warte jetzt, was Leclerc macht. Ich glaube, der geht. Ja, er geht. Nice. Ciao, oh, deine Mutter ist so dick und hässlich. Ich bin so gut, ich gewinne Benzin auf Standard. Wow. Ich verliere auch fast gar nichts auf Fett. Angeber. Angeber. Wie viel Prozent hast du auf deinen Reifen? Schlechtester 25. 25, aha. Bin ich ja viel besser. Ja, du hast ja auch eine andere Farbe. Ich hab 24. Wow. Richtig gut dafür, dass du weiß hast. Ich hatte ja ganz viele schwierige Duelle, ja. Hm, ja, ich hab ungefähr von Platz 14 alle überholt. Ach ja, warte. Du warst instant Platz 5. Ich hab von Platz 12 alle überholt. 5. Ja, dafür konnte ich nicht. Nee, trotzdem hast du, wenn man es so sieht, von Platz 5 alle überholt. Ja, eigentlich von Platz 12, aber das eine ging halt ausnahmsweise, komischerweise ganz schnell. Das wollte ich nicht. Wollte er einfach nicht. Kannst du nochmal in die Box gehen, bitte? Nee. Muss ja Punkte einholen. Du bist ja immer noch in der Gesamtwertung nach dem Rennen vor mir. Das glaube ich nicht. Auch wenn ich das Rennen gewinne. Doch. 10 Punkte Abstand. Hatten wir 10? Ja, und ich komme jetzt 8 Punkte auf dich ran, wenn ich gewinne. Oder 7 oder so.
Lol, was ein Bob. Ich hatte 52 und du hattest 62, glaube ich. Hamilton hatte irgendwie 108 oder so. Mindestens 200, ja. Nee, der hatte wirklich 108. Krasser Typ einfach. Da erzähl ich keinen Schmarrn. Ja, ich glaub's dir, aber das ist schon krass. Ja, ich weiß, dass es krass ist. Der so viel mehr hat. Bin tatsächlich gespannt. Hamilton auf Platz 3, das ist natürlich richtig scheiße eigentlich. Eigentlich. Können ihn ja versuchen wegzurammen. Ja, mach mal. Nee, ich versuche gerade dich aufzuholen. Wie willst du das machen? Indem ich jetzt hoffentlich eine Wiederzeit fahre. Dass ich wenigstens noch einen Punkt mehr krieg. Wir können nicht länger mit dieser Motoreinstellung fahren. Wir sind du bekommst nicht nur einen Punkt mehr, sondern ich auch einen weniger. Was ist ja das? Das ist das Krasse daran. Da habe ich ja gleich noch mehr Motivation mit meinem geilen Frontflügel. Schaden. Bettina! Zu fahren. Hast du einen Frontflügel schlagen? Habe ich ja gesagt, rechts. Hast du den nicht reparieren lassen? Alter, wie dumm bist du? Ja, den hatte ich ja nachher, oder? Keine Ahnung. Weiß ich ja nicht. Kommen wir mit dem Benzin noch raus. Auf jeden Fall. Vielleicht muss ich auch irgendwann nochmal am Ende so mit Fett fahren und meine. Hä? Vielleicht nochmal mit Fett. Ist ja, das meine. Eine doofe Aussage. Ja. Wenn ich halt meine Runde noch verbessern muss. Okay. Okay, direkt. Was hattest du eigentlich für eine? Weiß ich nicht. 1,384 habe ich. Okay, ja, 2/10. Kannst du schaffen. Ach, kann er schaffen, sagt er. Aber ich würde es mir eigentlich. Nicht mit schlechteren Reifen. Ich würde es mir eigentlich schon gönnen. Ja, ich gönn's dir auch. Danke. Zum ersten Mal in meinem Leben. Immer? Ja. Yeah. Du bekommst ja eh mehr Punkte. Echt? Also von daher wäre das schon ganz sexy. Ja, noch mehr Punkte sind immer halt noch mehr. Meinst du? Manchmal auf jeden Fall. Ich fahr jetzt aber hier geradeaus. Okay. Geradeaus drüber und dann hole ich dich ein. Ha! 3 Sekunden schneller. Also. 10 Sekunden Strafe. Spaß. Ja, das ist ja egal. Durchfahrtsstrafe. Nach hinten habe ich ja Puffer. Puff, puff. Ja, jetzt ist 18 Uhr. Vorne. Doch, ich ramm dich dann weg. Ah, ja, das ist der Plan eigentlich. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Weiß ich nicht. Beim Start hätte ich einfach nicht reinfahren sollen. Halt den Mull. Nee, ich probiere ja nicht so krass auf dich aufzuholen. Ich wollte nur die schnellste Runde. Machst du eh nicht. Habe ich ja schon. 14 Sekunden. Ja, ich meine mit dem Aufholen. Ja, das Aufholen, das will ich ja eh nicht. Der will er gar nicht. Oder? Ja, für was sollte ich? Du ja, ich ja meine, der, der schlechter ist von uns beiden. das wäre dein dritter Sieg eigentlich schon. Ich habe nur einmal gewonnen, du hast dreimal jetzt dann schon. Ich weiß. Also du bist schon krass. Und dann kommen doch noch, Österreich und Großbritannien. Auch zwei Strecken, die du gut kannst. Läuft bei dir. Danke. Er hat, ich habe ja schon wieder einen neuen Spruch rausgehauen. Er hat gesagt, los, los, ERS auf Überholen. Den habe ich auch noch nie gehört. Alter, bei dieser einen Stelle komme ich immer so kacke. Kommst du da kacke? Ja, was ist im Spiel? Was für Batterie ist gleich leer? Ich bin gerade hier in der schnellen Runde. Was für Junge? Was, du machst jetzt eine Schnelle? Ich mache immer eine Schnelle. Jede meiner Runden ist schnell. 3 Runden noch mit dem Benzin? Kommt hin. Meine Kamera ist aus. Fuck. Aber ich hab kurz Zeit. LOL. Willst du Stress oder was? Alter, das war gerade über eine halbe Sekunde schneller als deine Runde. Ich dachte, du gönnst mir die.
Ja, ich gönn dir die auch. Ja, warum machst gar nicht du ohne. Ja, ich habe mich gar nicht angestrengt. Ja. Jetzt muss ich mich nochmal anstrengen. Das war ganz normales Renntempo. Alter. Ja, es war ein normales Renntempo. Ich geb dir gleich so ein Tempo in dein Gesicht rein. Lass mir doch diesen fucking Punkt. Fahrer hinter mir. Das mit alten Mediums noch schafft, die 13 Runden alt sind, weiß ich ja nicht. Weiß ich nicht, oder? Sei vorsichtig, wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Das ist mir ja keine andere Wahl. Was ich zwar nicht cool finde, weil das natürlich auch meine Reifen damage, die sowieso keinen Grip mehr haben. Meine haben noch ziemlich viel, mein schlechtester ist bei 30%. Meine ist, glaube ich, bei 41 oder so. Und vor allem mit dem Frontflügel. Das nervt mich ganz richtig. Du musst das ja nicht machen. Ja, ich wollte es auch nicht nochmal machen. Ja. Du musst es auch nicht. Jetzt fahre ich gerade wirklich ein sehr gemütliches Tempo. Ja, hoffentlich immer. Ja, guck, du bist über eine Sekunde schon wieder rangekommen jetzt. Ja, aber ich habe die Beste nicht geschafft. Leck mich! Ich schaff's nicht mehr, nee, kannst klicken. Danke. Echt danke dafür. Ein Punkt, komm. Ja! Das hat so gebracht einfach. Mann, und ich habe mich nochmal angestrengt und dann macht er es noch kaputt und in der Runde vorher sagt er noch, ja, ich gönn's dir. Ja, ich hab's dir auch gegönnt. Ja, warum machst du es dann kaputt? Ja, ich bin ganz normal gefahren. Alter. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ich probiere es in der letzten einfach nochmal, aber ich hab's ja jetzt schon nicht geschafft. Und ich habe probiert, so schnell wie möglich zu fahren. Vielleicht ist dein Auto noch zu schwer, weil du immer so viel Benzin sparst. Nee, ist es nicht. Das Ding ist, ich habe ja wie gesagt Reifenabnutzung, weniger Grip, Frontflügelschaden. Sind ja mehrere Nachteile. Ist ja jetzt nicht schlimm oder so, ich gönn's dir ja auch, aber trotzdem. Ich habe mich wirklich nochmal angestrengt, um wirklich den Punkt nochmal mitzunehmen. Und dann macht's der eigene Teammate kaputt, weil er es nicht gönnt. Doch, doch, ich gönn dir das. Ja, ich glaub dir nicht mehr. Darfst das auch noch in dieser Runde? Stimmt. Ich kann nicht mal mehr fett fahren. Das ist deine letzte Runde, die letzte Was Runde des Rennens. Ich kann Benzin mehr haben. Ja, ab und zu schon. Was? Das wird jetzt schon nichts mehr. Nice. Ich habe eine Zeitstrafe. Was? Ja, ich habe mich fast gedreht und dann bin ich über die Kurve gefahren. Nice. Ach, jetzt das hier nicht so. Oh, Leclerc ist fast frei. Leclerc holt mir richtig jetzt. Der macht mir richtig Druck. Wegen der Zeitstrafe jetzt. Jetzt muss ich nochmal richtig krass fahren, dass ich mich nicht einhole. Und durch den Dreher habe ich natürlich auch Minuszeit gekriegt. Roten Sektor gefahren. Okay, ja, jetzt habe ich nochmal Abstand zu ihm ausgebaut. Ja, dann ist egal. Außer ich drehe mich jetzt. Das wäre nicht so cool. Am Ende bin ich irgendwie Sechster. Dritter Sieg! Nice one. Yes! Mach schnell Bilder. Dreieck, Dreieck, Dreieck. Drück alles weg.
Das sind richtig krasse Bilder. Oh. Oh, okay, Leute. Zweiter. Und überanstrengend. Puh. Nächster Doppelsieg, krass. Jetzt sind wir wieder im Flow drin. Österreich und Großbritannien werden auch noch richtig geil. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Da bin ich mir wirklich nicht so sicher. In Österreich war ich noch nie so der Babo. Vor allem bin ich auch schon öfter mal rausgeflogen. Und Großbritannien, die Stecke, ich mag die einfach nicht. Also die mag ich genauso wie Frankreich. Ich mag die echt nicht. Oh, ich bespitze dich. Oh, was ist im Spiel, lol. Oh, Leute, sehr gut. Wir schauen noch kurz auf die Rangliste. Meine Kamera lasse ich jetzt aus, das ist jetzt egal. So, ja, Rangliste ist wichtig. Ich weiß. Weil, oh, Alter, hier Regen. 2 Punkte müsstest du dann hinter mir sein jetzt, ne? Wieso, ja, ungefähr, wahrscheinlich. Geiler Typ. Krass, ich bin Platz 3. Und du bist Platz 5. Lol. Hamilton ist einfach so ein dreckiges Stück. Wieso dauert das bei mir immer so lange? Also Hamilton hat 113 Punkte jetzt. Platz 2 Gasly hat 82. Also ordentlich Abstand. Ja, ich würde auch gerne mal drauf. 31 Punkte Abstand haben die. Wahrscheinlich zählt das von Platz 1 und Platz 2 31 Punkte Abstand. Und dann richtig kleiner Abstand die ganze Zeit. Gasly ist 2 Punkte vor mir. Also ich bin 2 Punkte von Platz 2 entfernt. Du 2 Punkte von mir, also 4 Punkte von Platz 2. Es ist alles mega nah, auch wenn du bloß Platz 5 bist, punktgleich sogar mit Max Verstappen. Und Bottas hat dann wieder einen größeren Abstand von 19 Sekunden. Ich hab ja nicht Angst, weil mein Spiel, da geht's einfach nicht weiter. Ja, aber dann drück auch nichts mehr, wenn du ja, ich spammst, dann ist Kacke. Aber in der Konstrukteurrangliste sind wir auf Platz 3. 2 Punkte nur entfernt von Red Bull, von Platz 2. Und sonst haben wir ein bisschen Puffer auf Ferrari, aber nicht so viel. Also Vettel ist ja echt schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist auf Platz 8 mit 52 Punkten. Der ist richtig kacke. Das, wenn die Leclerc nicht hätten, wäre Ferrari richtig am Arsch. Naja, nichtsdestotrotz war es das dann von der heutigen Folge. Die Punktzahl habe ich wie gesagt durchgegeben. Ich hoffe, das wird abgespeichert. Dann würde ich sagen, haut rein, bis dahin. Und ciao, ciao. Ciao.